Erzählst du Passend nur zum Track Geld? davor so, ja. Darf ich mich vorstellen? Hey, wer bist du? Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss hier mein medizinisches Halsgerät, ja, wieder entfernen. Ist reine Prävention. True. Reine Prävention. Und hier ist der Mann, der auch Prävention betreiben will und auf einen Twitch-Stream, die eigentlich nicht mehr stattfinden sollten, wenn ich das nicht richtig verstanden habe. Um dann wieder Und zu eskalieren. dann von Flair reagiert, indem Flair sagt: Wer bist du? Und wenn du vor mir stehst, stotterst du. Das war bestimmt einfach kein Stottern, das war Nee, das einfach war nur nicht eine das, fucking. das war das du. So kam Ach es so, so kam ungefähr. das. Ja. Ja, das war aber tatsächlich dann wahrscheinlich einfach eine Hommage an Big Pun oder Kool Savas schon vor 2 Jahren bei Brachland. Ja, und jetzt kommt hier eben die Oder Antwort, die kurze Vorstellung, wer er ist. einfach an die Ursprünge des Hip-Hops. Si, 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 si. Ja, auch das war mal eine Zeit lang Mode. In alten Tracks. Warte mal, ich sehe Humpty Dumpty noch dabei, Alter. Also, ganz kurz vorab, Rest ja, in peace. dieser Track, egal wie das Ding sich jetzt anhört und wie er ausgeht und so weiter und so fort, safe Team Kianosch. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, so alles andere wird niemals Bei vorkommen. seinem Ne? Twitter bin ich nicht geblockt, also von Der daher. Dude auf der Gegenseite, aka Flair, aka der Flissmeister, aka. Und ich finde den Namen zu lustig, der Knabenflexer. Deswegen muss ich hinaus. Das einzig Gute am Animus-Podcast ist der Knabenflexer. Das hat mich glücklich gemacht, Bruder. Hat mich wirklich glücklich. Das war wirklich das Einzige, was mich glücklich macht. Knabenflexer. Und ich habe gewusst, dass es dir gefällt, Alter. Natürlich. Natürlich, Das ist ja auch, das das ist bist ja du. wohl, das ist eine perfekte Bezeichnung, Das Alter. bist du, der Knabenflexer. Ja, ist vielleicht mein Humor, aber der Knabenflexer bist du, Alter. Ich ärgere Big Boy nur gerade ein bisschen. Es war schon wieder toxisch, ne? Ich überlege Es noch, tut mir leid. wann ich meine Ne, bist Knaben du überhaupt geflext habe, nicht? Alter. So, solange ist der Keller nie offen. Bruder, du bist der Einzige mit einem Knabenbezug durch deine Basketballmannschaft. Wow. Deswegen bist du ein Knabenflexer. Also für alle Eltern aus der Grundschule meines Sohnes, die wissen, dass ich diesen Kanal habe. Für alle Basketballeltern, Er die kann wissen, nichts. dass ich diesen Kanal habe. Er Für kann alle nichts für mich. Kinder, die diesen Kanal schauen dürfen, wo ich gesagt habe, nein, ich habe euch noch nie als Knaben bezeichnet. One Love, One Team. Wir rocken das. Wir sehen uns am Solange Donnerstag. ihr kein Roller zusammenfahrt, so ein richtig schöner E-Scooter, ist alles gut. Ein Kianusch, ja? Ich will das Thema nicht aufmachen, auch wegen Gruß. Wer ist der, ja? Wer bist du, ja? Wer zum Teufel bist du, ja? Wenn du vor mir stehst, du fängst an zu stottern, ja? Kianusch, Alter, wie siehst du aus, ja? Du hast 5 Jahre lang über UFOs geredet, Dicker. Jetzt bist du frech gegen mich? Machst du Kotten gegen mich? Bruder, du bist in einem Dorf, Alter. Halt deine Fresse. Ich komme nach Berlin und hör, wie deine Stadt über dich redet. Ich pisse dir ein Diss und lass es in dein Gesicht regnen. Was ist los, Dicker? Kann dein Rücken das nicht regeln? Maskulin ist offiziell ein richtiges Bitch-Label. Alles ist auch, also was willst du sagen? Das sind straight lines. Das ist jetzt nichts Verkopftes, Alter. Das gibt einfach nur aufs Maul. Muss es ja auch nicht sein, erstmal, Nein, das ne? meine ich, es war überhaupt nicht negativ Nee, gemeint, nee, ich Alter. sag's nur, Ja, dazu. Keanu rappt straight, Keanu rappt Kianosch. straight. Da gibt's gar nichts, Alter. So von daher, nice one. Auch der Anfang jetzt von Flair, ne? Genau eben mit diesem Beispiel von dem Twitch-Stream, dass er es extra ausgepackt hat, dass man auch Bescheid weiß. Und ich finde seinen Einstieg sehr, sehr ziemlich dope auf jeden Fall, wie er reinkommt. Ich finde die Energie sehr, sehr nice so und ich finde seinen Flow sehr dope. True. Lass nicht regeln, maskulin ist offiziell ein richtiges Bitch-Label. Welches deines Signings wurde zu einem Superstar? Sie mussten ein Ticket kaufen und dann mit der U-Bahn fahren. Von wegen AMGs, BMWs und Huracans. Wenn ich komme, gibt der Lümmel auf seinem Scooter Gas. Du Fashion. Eine Line mit bezeichnetem, wahrscheinlich in der nächsten Zukunft noch öfter hervorgeholten Bild eines Flairs, der vorne mitfährt, was mich auch gewundert hat. Und ein junger, sehr junger Mensch hinter ihm ganz eng steht und sich freut. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Bro, woher soll ich Also, das denn Flair wissen? und du, ihr seid ja exakt im gleichen Alter. Ja? Also, es ist ja Fakt. Bruder, ich muss es doch gar nicht jetzt irgendwie. Es ist ja so. Und würdest du jetzt mit einem 16-17-Jährigen irgendwie dich auf den Scooter stellen? Ja? Das wäre niemals möglich. Und wenn es möglich wäre, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja? Würdest du dich gerne zärtlich berühren lassen? Nee. Bruder, wenn wir das machen, wenn wir voll sind, ne? Dann kann das passieren, aber True der Story. Unterschied, das kann auf jeden Fall passieren.
So, wenn nur einer da ist, dann sage ich, Bruder, und los geht's. Ne? Aber in Flairs Fall. Komma, sei bitte zärtlich zu mir. In Flairs Fall, ne, kann ich das nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn da irgendwie so gefühlt 30 Jahre dazwischen stehen. Es ist nice. Avenger, denkst du bist Manager? Du hast dich nie gebockt, schaut doch nur seine Hände an. Du Pussy, wärst gern im Knast gewesen, damit du Image pflegen kannst in dieser Bastard-Szene. Was für du stotterst, wenn du vor mir stehst. Würd dich immer ficken, egal in welchem Dorf ich lebe. Es geht zurück von der Villa in das Jugendheim. Du bist nirgendwo sicher, sperrst dich in deinem Studio ein. Ja, das sind Sachen, die immer wieder aufkommen. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin ja nicht so vernetzt in Berlin. Aber es kommt ja von verschiedensten Seiten immer wieder. Was ich aber nochmal dazu sagen möchte, Animus, diese kleine Graffiti-Crew, von der du redest. Ja? Ich weiß, worauf du ist fucking ist. Berlin Crime. Alter. So sieht's aus, Alter. Und was auch immer du glaubst, zu sein, befreundet zu sein und benetzt, Berlin Crime hat eine Legacy, Alter. Und diese Legacy ist größer als deine. Ist größer als deine. Ja. Die ist größer als Agro-Berlin, mitunter einige der einflussreichsten Motherfucker in diesem Rap-Biz, die man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat, kommen aus dieser Crew. Wenn du so kulturliebend bist, sollte der BC auf jeden Fall ein Begriff sein in der deutschen Hip-Hop-Geschichte. Und die sollte man nicht disrespekten, Alter. Das ist... Das stimmt. Eine schlechte Idee und vor allem nach allem, was sie für die Kultur auch getan haben. Nicht nur jetzt im Crime-Bereich, sondern für die Kultur, als es noch keine gab. Und wie viele Menschen davon im Rap-Game profitiert haben. Denn was du gerade machst, ist auf Spotify eine Kopie von Flairs ersten Twitch-Streams zu machen. Das ist nur noch Fitna, Bruder. Da ist nichts mehr für die Kultur wie vorher. Da ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen zu viel Fitna am Start. True. Back to the business. Das ist kein Diss-Track, ich schwör's dir, du tust mir leid. Früher Akro Berlin und heute bei Roos gesigned. Mit Mitte 40 hast du immer noch keine Frau. Früher bei Akro Berlin und jetzt heute bei Roos gesigned. Ja. Sehr, sehr, also wirklich Nagel auf den scheiß fucking Kopf getroffen. Ja, du weißt nicht, was er verdient, Bro. Perfekt. Ja, es ist doch scheißegal, aber trotzdem. Es ist beschreibend, finde ich. Akro Berlin ist tot, ja. Ne? Heute bei Roos gesigned, mit Mitte 40 hast du immer noch keine Frau, keine Kids. Über 27 Alben, doch darauf keine Hits. Ich hab 4 Stück im Katalog und kauf keine Klicks. Und hab die ganzen Goldplatten dann nach Hause geschickt. Schau die Statistiken, selbst in meiner totesten Phase bin ich erfolgreicher als du. Guck ich Popel in Nase und Freestyle-Texte, die du für dein Album benutzt. Halt deinen Mund, du kriegst Leine um deinen Hals wie ein Hund. Bei einer 500.000 Follower nur. Die du für dein Album benutzt, halt den Mund, du kriegst einen Hals um die Leine wie ein Hund. Oh. Das sind schon sehr, 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 sehr... Sind halt schön clean auch, Alter. Clean also, Lines, ja. Genau. Halt deinen Mund, du kriegst Leine um deinen Hals wie ein Hund. Bei einer 500.000 Follower und 2000 Likes. Auf ein Foto mit deiner Jacke von 2001. Egal ob... Das ist alles... Das ist wirklich alles Real Talk gerade. Das da ist wundervoll. Da wäre es schön gewesen sein. It's murder. 138 oder 92 BPM. Kein Schwanz würde dich kennen ohne CCN. Besser halt deine Füße... Ja, naja, ne, die neue deutsche Welle war jetzt nicht so unbekannt. Also, unter seinem Pseudonym Frank White, ne, habe ich ihn sogar noch wahrgenommen damals. Ja, ja, aber wie gesagt, also auch und die neue deutsche NGB Welle ist erst auf Ding jeden, war ja auch nicht auf jeden. Jetzt. Still, denn du kleiner frecher Bengel lebst, seitdem du rappst in einer Lüge drin. Ich kann das, wovon du immer geträumt hast. Wenn ich will, mach ich Trap und du gehst schlafen, du Heuchler. Jeder weiß, du bist allein ein Nichts. Guck in den Spiegel, du gebotoxtes das Schweinegesicht, dein ganzer Bart. Ja, aber. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, ne? Genau das meine ich. Ich sehe uns schon sowas von dem Bruce-Stream, Alter. Nein, ach niemals, Alter. Niemals nehmen die uns dran, die würden uns nicht mal die Aufmerksamkeit schenken wollen. Wir waren schon bei Bushido, Bruder, 2 Minuten, aber wir waren bei Bushido. Wenn es überhaupt 2 Minuten waren. Und dann sagte er so, das kann er sich nicht geben. Ne? Und ich glaube halt einfach, es lag, und hiermit möchte ich mich ja nochmal entschuldigen, Bruder, an meinem toxischen Verhalten dir gegenüber. Ja. Ich mach's besser in Zukunft, okay? Aye, bro.
Nein, nicht, guck in den Spiegel, du Gebotox, das Schweinegesicht. Dein ganzer Bart und deine Haare sind gefärbt, man sieht das. Du bist völlig durcheinander, deine Schmerz sitzt tiefer als ich dachte. Du bist von Komplex zerfressen, du wirst komplett zertrampelt. Digga, dein Comeback ist vergessen, hier wird nicht verhandelt. Keiner soll zum Telefon greifen, du redest nur Scheiße. Ich komm, werd dein Ego zerreißen, du bist mein Feind. Und jeder, der sich hinter dich stellt, ich zieh euch an den Ohren raus aus eurer Internetwelt. Red mit Respekt, betrachte das hier nur als eine Warnung. Wenn du nicht hörst, kriegst du wirklich eine tödliche Ladung, ich schwör. Life is Pain, motherfucker. Jetzt weißt du, wer ich bin, du kleine Pussy. Also Life is Pain hat schon wirklich zu gute Künstler. Zu gute Künstler. Also und danke dafür. Punkt. Punkt. Weißt du, was ich da jetzt gerade für Vibes krieg? Was denn? Mikey Vibes. Ja, ja, stimmt. Stimmt aber. So, egal. Also, der Track ist noch nicht fertig, Bruder. Nur falls du. So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt. Yes. Auf ziemlich nice Kleidung. Ja. Shirts, Hoodies. Drinks. Ja, Drinks. Collectibles. Etc., etc. So. Merch von Künstlern. Alles, Bücher von alles. Künstlern. Bücher. Alles am Start, Freunde. Alles am Start. Alles aus. Oh, ja. Mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er hat jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking lasst ihr weg. Bekommt ihr? Mit ganzen 10%. People tell him. Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern tatsächlich. Er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja. Da kaufe ich, weil es eine für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten. Das Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Ab sofort immer. Wisst ihr Bescheid? Ab sofort immer und deswegen gönnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers! Okay. Jetzt alles ist klar, fertig. Danke. Ja, es war ein Warnschuss. Ich glaube auch, dass da viel mehr Material noch dahinter steckt. Ich meine, da liegen ja irgendwo anscheinend gerade 100 Bars noch rum. Vom PA. Yakari ist ja auch wieder am Start. Also ich, Flair, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu viel wird, Bruder. Was heißt vielleicht zu viel? Bei einem 1 gegen 1 auf Rap-Ebene wäre das schon zu viel. Und da hat er einfach drei Maschinen gegen sich. Ja, also Yakari, weiß nicht, wie Yakari jetzt in einem Battle ist. Also Kianush und Flair, würde ich jetzt sagen, das wird interessant bei Flair gegen PA. Sehe ich das einfach nicht. Aber schau mal, Yakari hat einen Style, den Flair gerne vielleicht hätte und auch noch nie hatte in diesem Ausmaß. Ja, da brauchen wir nicht drüber so, reden. So, der ist unique as fuck. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass er ihn jetzt funky hier zerstören kann. Weil ich glaube, die 100 Bars von PA könnten fast so emotional sein wie die, die gegen Casey gekommen sind. Du, ich bin gespannt. Also wäre krass, weil es war damals auch eine Bombe. Bei dem Teil jetzt, wir müssen eigentlich mal parallel checken, ob der Track schon draußen ist. Aber was dann ich gut gerne finde, noch dran nehmen. Was ich gut finde, ist, dass wir immer mehr Diss-Tracks kriegen in letzter Zeit. Das ist ein wunderschönes Diss-Jahr. Danke, Michael Schindler. Ja. Michael? Ja, nee, eigentlich danke, Kollege. Danke, Kollege, er hat damit angefangen. Das war doch ja Mission Deutschrap retten. Ja. Jetzt sind wir da. Das, musst du mal, das ist wahrscheinlich voll die große Verschwörung, Bruder. Alter Schwede. Das ist voll die große Verschwörung, Alter. Das ist ganz anders. Ja, weil Flair tight mit Fahrrad und Kollege, verstehst du? Und dann hier. Schon wieder. Around the corner thoughts. Bro, ne? That's so, the rumors, das ist wieder, Bro. Ja. Memo Rap-Check, jetzt hast du was zum Suchen. Jalla. Vielen Dank dafür. Was dope ist uns auf jeden Fall. Dope ist uns, Alter. Sind wir uns einig, sehr gut. Wir gehen zum nächsten. Danke, peace und ciao.